So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der ist deutscher und asiatischer Meister im Würfelstapeln. Er hält den Weltrekord mit 40 Würfeln, die er auf einer flachen Hand hält, die er auf der Hand drauf stapelt und mit dem Ding immer wieder zack, einen oben drauf, meine Damen und Herren. Wie das funktioniert, das wird er uns jetzt mal zeigen. Bitte begrüßen Sie Maximiliano Pugliese. Das sieht beeindruckend aus. Danke, danke. Wenn ich fragen darf, was machst du beruflich? Ich mache eine kaufmännische Ausbildung. Okay. Hast du noch Zeit dafür für die kaufmännische Ausbildung? Neben ja. Okay. Die Zeit muss ich mir nehmen, ja. Okay. Im was? Im Würfelgeschäft? Nein. Im Würfelfachhandel? Gibt es sowas überhaupt? Ein Würfelgeschäft? Ja, das wäre eine Idee. Das ist mal eine gute Geschäftsidee. Das habe ich noch nie gesehen. Da werden sie mal reich. Einfach ein Würfelgeschäft aufmachen. Könnte man machen, ja. Ne? Viele Würfel verkaufen, ein bisschen Spielereien machen. Entertainen. Ja, okay. Ich sehe, du bist genauso überzeugt davon wie ich. Und unser Publikum. So, also das geht ja nicht. So kann ich es natürlich auch. Guck hier, zack, übereinander gestapelt. Das ist aber gar nicht der Sinn und Zweck der Sache, sondern ja. Du machst es einfach mit dem Becher und du bedienst dich der Physik. Der Physik und der Geschicklichkeit. Ich kann es dir mal zeigen. Deswegen habe ich extra so einen durchsichtigen Becher mitgebracht. Sehr gut, ein durchsichtiger Becher. Da kann man nämlich dann sehen, wie sich die Würfel bewegen. Wir nehmen jetzt einfach mal einen. Und das Grundprinzip beim Die-Stacking ist eine Bewegung, die schaut so aus. Man bewegt sich in 45 Grad gebeugten Becher und macht diese Halbkreisbewegung. Ja. Und wenn wir das machen und den Würfel einfangen, ja, dann pendelt er oben am Becherrand. Ah ja. Und die Idee ist es jetzt, mehr Würfel zu nehmen und kontinuierlich dieselbe Bewegung zu machen. Und wenn wir vier Würfel haben, stellen wir den Turm wieder ab. Ja. Wollen wir mal probieren? Sieht erstmal total easy peasy aus, ne? Muss man üben, aber. Soll ich mal probieren? Bitte. Meinst du, ich schaff das? Ich bin mir sicher, dass du es schaffst. Echt? Beim ersten Mal? Wir machen es einfach zusammen. So schwer sieht es ja nicht aus. Du machst einfach nur. Ja, schaut gut aus. Locker. Und einfach trauen. Zum Würfel hin und weiter bewegen. Nicht aufhören. Jawohl, weiter. Ja, schon drin. Ja. Ja. Perfekt, weiter. Ja. Fast. Ich schwöre Ihnen, ich habe das erste Mal gemacht heute. Wirklich. Ich habe es nicht gut. Es ist wirklich wahr. Ich war selber begeistert. Aber es ist mit mir jetzt so durchgegangen, dass ich unkonzentriert wurde beim Vieren. Ich mache mal kurz noch mal. So. Aber wieso ist es nicht so? Achso, ich habe vergessen, die Bewegung muss immer gleich. Immer kontinuierlich weiterschwingen, bloß nicht aufhören. Nicht so nah am Rand da. Fuck! So. Ja? Okay, das ist. Ich will die vier aufeinander kriegen. Mann! Einmal noch? Komm, einmal schnell noch, bis das jetzt geht. Also manchmal hat man halt Bock, ne? Ja, finde ich gut. Weiter nach vorne. Diese Bewegung ist so wichtig, ja. Mann! Sauer jetzt. So. Okay. Ja, also, stellen wir uns vor, ich hätte es fast geschafft, ja? Ja. So, jetzt mehr kann ich nicht. Jetzt kommt aber die Kunst. Ja, soll ich ein bisschen was zeigen? Ja, bitte. Okay. Dann nehme ich ein paar mehr Würfel. Können wir ein bisschen was machen. Mhm. Yeah.
Also das war jetzt beidhändiges. Dupiert oder was? Ja. Hast du nicht gerade? Also das war jetzt das beidhändige Dice Stacking. Normalerweise macht man alles nur mit einer Hand, einem Becher und ein paar Würfeln. Da kann man aber viele coole Dinge machen. Man kann die Würfel rausschmeißen, einfangen, Becher ein bisschen flippen. Was ich auch ganz gern mache, ist jonglieren. Oder der ist auch ganz nett. Hopp. Wenn er klappt. Naja, lass ich durchgehen. Und man muss nicht immer alles auf den Tisch machen, den Würfelturm nicht immer abstellen hier. Man kann es auf die Hand stellen, wie wir schon gehört haben. Man kann es auf die Rückhand stellen. Man kann es auf die Stirn. Na. Ich sehe. Also es ist offensichtlich eine Frage von Übung. Gibt es da Anleitung zu? Da gibt es doch eine Szene, oder? Gibt es so eine Dice-Decker-Szene? Es gab mal eine Szene. Ja. Das hat 2008 angefangen. Da wurde hier sogar auf ProSieben mein Beitrag gezeigt. Da haben das ein paar Jungs vorgestellt. Dann gab es 3 Jahre deutsche Meisterschaften, so ein paar kleine Turniere. Und dann wurden auch die ersten Tutorials gemacht, wo man das den Leuten beigebracht hat, in Videos, weil es nicht so viele Treffen gab. Also gab da schon viele Leute, die es gemacht haben. Kannst du denn noch mehr aufeinander machen? Ja, gerne. Also, du hast ja, dein Rekord ist ja 40. 40 Stück auf deiner Hand. Genau, kann das heißt, ich während auch. Während du hier so gewackelt hast, musst du ja auch dafür sorgen, dass dein Turm nicht umfällt, weil die Bewegung wackelt ja den Arm auch noch mit. Ich kann es dir mal zeigen, ich habe extra ein paar separate Würfel hier. Also das ist schon noch mal ein Ticken schwerer, weil man, wie du schon sagst, eine Hand muss ruhig bleiben, mit der anderen Hand schwingt man. Ich bereite jetzt erstmal kurz die hier vor. Ist auch eine Möglichkeit zu stapeln. Bei der Gelegenheit. Wie machst du das? Ja. Ja. Vom Schwung her gut, ja. Vom Schwung her gut. Aber der Becher wollte gerade nicht. Mach ich so oder muss ich so einfangen? Also wichtig ist im Endeffekt, du kannst den Becher auf die Würfel draufstellen. Ja. Du neigst ihn nach vorne und du drehst den Becher mit der Öffnung immer in die Mitte. Schau mal. Das heißt, du musst dein Handgelenk immer mitdrehen. Yeah. Nicht steil. Yeah. Und dann bleiben die drin. Ja. Gut, ich bin Anfänger. Das machen wir noch. So. Okay. Ja, jetzt geht's los. Die kannst du alle übereinander auf deine Hand stapeln. Ich probier's jetzt, ja. Das will ich sehen. Also wichtig ist halt hier dieser breitbeinige Stand, so mache ich es immer, damit ich sicher stehe. Die linke Hand bleibt ruhig. So, hier. Das ist schon geil, dass der überhaupt da drauf kommt. Ja, leck. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das ist echt. Das ist echt irre. Das muss man echt sagen. Das ist bestimmt viel Übung. Wie lange braucht man, bis man das kann? Kannst du auch noch reden dabei? Ich kann es probieren, ja. Ich habe das im Internet mal gesehen. Ich habe einen Kollege damit angefangen. Hat nur 8 Würfel gestapelt. Ja. Und dann haben wir da einfach versucht, immer jede Woche noch ein Türmchen mehr zu machen. Das ist schon ein sehr intensives Training, muss man sagen. Ja. Jetzt wird es langsam spannend, oder? Ja. Wie viele sind das jetzt? Es müssten jetzt 24 sein. 24, okay. Aber danke. Sie wissen, was wir meinen. Ja. Also vielen Dank, dass du da warst. Danke. Tolle Demonstration, meine Damen und Herren. Maximiliano Pugliese.